Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Portia. Ach ja, wir haben unser cooles Gladia jetzt. Gut, gehen wir einfach mal raus. Wir sollen mit Polly sprechen. Die haben wir gestern Abend, glaube ich, nicht mehr gefunden wegen diesem Hund. Wir haben ja so einen kleinen Hund entdeckt und der ist voll niedlich. Und den wollen wir irgendwie, glaube ich, einfangen oder halt ihr zurückgeben, weil irgendwie die ganze Stadt, also wir haben diesen Hund noch nie gesehen. Aber die ganze Stadt geht voll auf diesen Hund ab, obwohl... Keine Ahnung, wir haben den noch nicht gesehen, also existiert er laut uns gar nicht. Okay, das lädt ziemlich lang. Ich glaube, da steht wieder jemand vor unserer Tür. Ja. Nein, steht keiner vor unserer Tür, aber wir haben Post bekommen. Nachsehen. Von Chincha. Hallo, kannst du mir Topaste sammeln? Ja, kann ich machen. Da war, tut mir leid. Gott, ja, ich komme schon zu euch und erledige eure Panda-Maus-Plage. Okay, 3 Tagen gibt es neue Forschungsergebnisse. Haben wir Topas? Ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir die verschenkt haben. Oh, ich war zuvor mein Inventar auszuräumen. Ja, schauen wir mal, ob irgendwas da ist einfach. Könnte ich in der Zeit was Lustiges erzählen? Also... Also ich nehme es gerade auf, da ist Feiertag. Also es gibt ja derzeit recht viele Feiertage. Das war es ja dann auch mit den Feiertagen bis 25. Dezember. Weil 2020 ein sehr beschissenes Jahr einfach nur ist. Aber ich denke mir, für was brauche ich die Feiertage, dass ich eh daheim rumsitze und nichts tun kann. Deswegen ist mir das jetzt im Moment mehr oder weniger egal. Okay, ich kann halt ausschlafen, aber das war es halt dann auch. Und halt den ganzen Tag zocken, was halt schon recht geil ist. Weil ihr wisst ja, ich bin durch und durch Gamerin. Ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn ich keinen Computer und kein Nintendo und alles mögliche hätte. Ich glaube, ich würde durchdrehen, regelmäßig. Ha, wir haben 3 Topasse! Geil! Aber den Rest müssen wir jetzt irgendwie finden. Boah. Oh, ich hasse es, irgendwas zuzuordnen. Ich bin darin sehr schlecht, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Ja. Da waren wir schon. Ja, aber ich habe irgendwo hab ich doch noch Raupen. Da sind Raupen. Die Kräuter habe ich auch irgendwo. Und Glas habe ich auch irgendwo. Keine Kräuter. Da ist Glas. Schon mal etwas. Feines Fell könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir das gar nicht da haben. Kräuter sollten wir eigentlich noch haben. Ich bin nicht auch einfach doof. Das kann natürlich auch sein. Hier, Kräuter kommen da rein. Da ist Platz. Hier, nehmt den ganzen Scheiß. Wenn wir irgendwas bauen, wird sich das Ganze schon zusammensuchen. Ah, Holzkohle ist fertig. Ja, dann laden wir das Ganze mal wieder auf. Also auftanken. Und Holzkohle fertigen. Ja, und jetzt haben wir eigentlich kein Holz mehr. So Ziel erfüllt, wir haben kein Holz mehr. Ich glaube, wir mussten noch ganz viel Straßen datieren und so bauen. Ja, Aber wir wollten die bessere Maschine haben von diesen Dings. Wir wollten einen zweiten Schmelzofen haben, dass es mit unserer Carbonstahlbahn schneller geht, habe ich so die Vermutung. So, dann nehme ich die mal. Dafür haben wir Rohre gebraucht, die sind fertig. Ja, und dann haben wir noch so Bronzeplatten gebraucht. 2 haben wir, wie viel brauchen wir? 5! Ja, mach mal 2. Ja. So, dann suchen wir mal unsere ganzen Auftraggeber. Zu Dava gehen wir dann später, um ihnen mit der Plage zu helfen. Ah, hallo, da ist Presley. Immer schön mit allen labern. Hä, ist das Wasser schon wieder verseucht? Ah, nee, das ist immer noch. Oh, er muss dann dauernd auf die Toilette rennen. Todi. Ich in das verschmutzte Wasser rennen. Glaube ich, dass es nicht leicht ist, ein Restaurant zu leiten. Da ist der gute Gail. Komm, dann lassen wir einfach Higgins einen Auftrag nehmen, den er will, und suchen uns einfach dann aus dem Rest was aus.
So, ab nach da oben. Hier ist so ein Event-Dings. Ich glaube, wir müssen da reingehen. Aber in Gales Haus. Geil, hat noch nicht geöffnet. Komm, mach auf. Mach auf. Sperr auf. Geil. Wir sind drin, Leute. Oh, eine Cutscene. Chin, der stand gerade vor der Tür. Hello. Dein Freund ist hier, um sich zu Okay. Hä, was hat man die? Thank you. What do you need these for? Well, I have a lot of free time, so oh, sie möchte Ketten oder so basteln. I can't go out and get my own materials, so I'm always depending on everyone to help. Oh, thank you very much. Oh, plus 20. 20 Gold, das ist ja schon mal nicht schlecht. Hallo, Ginger. What do you think happened in the ruins? Ja, ich versuche das herauszufinden. Nach wie vor. Ich bin da, ich tue nichts anderes als das herausfinden. Merkt ihr das nicht? Ja. Russo. Da oben blinkt irgendwer. Was wollen die andauernd? Die wollen halt echt andauernd, was so alle 5 Minuten gefühlt. Steht da irgendwer in den Haus drin? Nee, das ist so ein bisschen... Doch, das ist in den Haus. Ziviltruppe. Arlo will was. Bleib mal stehen, ich möchte mit dir reden. Ich habe nach dir gesucht. Man erzählt sich in der Stadt, dass du ganz schön stark wirst. Ich habe mir... Ach nee. Ich bin immer bereit. Aus der Stadt herausgehen. Möchte mit der mit mir die Pandamäuse besiegen? Das wäre eine Idee. Ich brauche noch einen Auftrag für heute, aber wir haben jetzt Zeit. Wir haben den ganzen Tag Zeit. Ja. Ich hab mir einfach mal da runter, der kommt schon nach. Ja, holen wir uns ganz schnell einen Auftrag. Ich glaube, der läuft uns eh dauerhaft hinterher. Der steht auf uns, er läuft uns hinterher. Hallo, Antoine. Hey. Oh, du hast deinen Wasserverbrauch um ein Zehntel reduziert. Eine gelbe Fliege für dich. Ja, da, ich weiß halt, auf was die Männer stehen. So, du machst 4 Holzkisten. Die bestehen wahrscheinlich aus Holz. Plus 9 Freundschaftshunde. Ja, Straßenlaterne, Fotorahmen. Wie hört man dafür? Okay. Machen wir einfach eine Straßenlaterne mehr, weil das ist ein hölzerner Fotorahmen. Hört sich auch noch. Komm, wir machen einfach eine Straßenlaterne mehr. So, hopp, hopp. Okay, wir sollen da hingehen. Wo ist er da? Warum versteckt er sich im Gebüsch? Ah, hier sind Spuren. Ich habe Spuren gefunden, Leute. Also es glitzert hier zumindest irgendwas. Ja, es sieht vielleicht... Ich denke, es sind die Spuren eines... Ah, da hinten glitzert was. Ich habe Lama-Haare gefunden. Ey! Komm her! Hallo, schau mal, ich habe was für dich. Eine neue Frisur. This fur is from a colorful llama. It doesn't look like shedding. Looks like it was ripped away. Yeesh. Looks like there's still some fur heading off towards the cliff. Okay. Let's go check that out. Okay, müssen wir jetzt da hingehen? Ja, zur östlichen Stadtmauer gehen. Aha. Das arme Llama. Als hätte man ihn das ausgerissen. Ohne Scheiß, ich kill die ohne Verluste hier irgendwie. Also ohne Rücksicht auf Verluste. Und er so, irgendwer hat den Lama die Haare ausgerissen. Ich war's wohl nicht. Hallo. Nein, ich habe keine Bauchschmerzen. Gerade nicht. Ich habe oft Bauchschmerzen, aber im Moment nicht. Da hinten steht er. Papa Bär, hallo sagen.
ja, danke für dieses informative Gespräch. Da ist Alu. Aber was jetzt hier genau passiert, sehen wir dann in der nächsten Folge von My Time Reportia. Bis dahin, tschüss.